Am kommenden Mittwoch soll den Opfern des Bombenangriffs auf Weimar gedacht werden. Am 9. Februar 1945 wurde auch Weimar zum Ziel von Luftangriffen der US Air Force. Unter den Opfern befanden sich zahlreiche ZivilistInnen und ZwangsarbeiterInnen, welche in den NS-Rüstungsbetrieben der Stadt arbeiten mussten. Über die geplante Gedenkveranstaltung spreche ich jetzt mit Dr. Marc Sagnol vom Weimarer Dreieck e.V., welcher das Gedenken organisiert. Schönen guten Tag, Dr. Sagnol. Guten Tag. Ja, zunächst erstmal die Frage. Viele deutsche Städte wurden in den letzten Kriegsmonaten des Zweiten Weltkriegs zum Ziel von Luftangriffen, so auch Weimar. Wie groß waren denn die Schäden hier in der Stadt und wie viele Menschen sind bei den Angriffen zum Opfer gefallen? Ja, also zu den Schäden in der Stadt selbst kann ich nicht viele Einzelheiten geben, aber zumindest hier war auf dieses Waffen, also Werk, auf dieses Werk, Gustloff-Werk, also das war ein Ziel des Bombenangriffs, Gustloff-Werks, also wo Waffen hergestellt wurden, und da waren viele Zwangsarbeiter von Buchenwald, aber das war eigentlich so gut wie ein KZ sozusagen, neben Buchenwald, also gehörte zu Buchenwald. Und da wurden sehr viele eben Zwangsarbeiter, die in diesem Gustloff-Werk arbeiteten, Opfer des Bombenangriffs. Und darunter eben war einen Franzosen, den Bürgermeister von Sablé-sur-Sarthe, Raphaël Elysée, den wir sozusagen als Stellvertreter für die Opfer des Bombenangriffs ausgesucht haben, weil es eine sehr interessante Persönlichkeit war, also sozusagen ein Prominent. Raphaël Elysée war der erste schwarze Bürgermeister in Frankreich, also in Frankreich und in den 30er Jahren war er eine bekannte Persönlichkeit in Sablé-sur-Sarthe. Das ist eine kleine Stadt neben Le Mans in Westfrankreich. Und das war eben eine sehr interessante Persönlichkeit. Er war Tierarzt, also er stammte aus La Martinique, aus der Insel Martinique, und war mit seinen Eltern als Kind nach Frankreich gekommen. Hat sehr gute Studien, sehr guten Schulabschluss und Studien gemacht, hat dann Tiermedizin studiert, war Tierarzt, war ein bekannter Tierarzt in seiner Gegend, eben in Sablé-sur-Sarthe hat er sich etabliert, und er war so beliebt von seinen Mitbürgern und also Kunden und auch Mitbürgern, dass er also auch Politik gemacht hat und zum Beigeordneten und dann zum Bürgermeister der Stadt gewählt wurde. Das war eine Premiere in Frankreich, dass ein schwarzer Mann Bürgermeister wird. Und er war sehr beliebt, er hat sehr viel gemacht in seiner Stadt, und er hat auch die Ehrenlegion bekommen. Er war Vertreter der französischen Bürgermeister, also aller französischen Bürgermeister bei einer Reise durch den Ozean, also durch den Atlantik bis nach Haiti und auch Martinique, wo er seine Heimat nochmal gesehen hat. Also das war wirklich ich habe ein bisschen seine Biografie studiert, und das war wirklich eine sehr interessante Persönlichkeit. Und im Krieg wurde er mobilisiert in 1940. Als er nach Sablé-sur-Sarthe zurückkam, durfte er nicht mehr Bürgermeister werden. Das war schon die Okkupation. Und er hat weiter als Tierarzt gearbeitet, hat aber auch Widerstand geleistet, war im Widerstand. Und er ist 1944 verhaftet worden mit einer ganzen Gruppe. Böckmeister. Und die Gruppe, 14 von 16 Mitgliedern der Gruppe, wurden verhaftet und zuerst nach Compiègne, irgendwo in Nordfrankreich, und dann von dort nach Buchenwald geschickt oder gebracht.
Und die haben also von vielleicht Juli bis Februar war er da. Und er war eigentlich ein sehr gesunder Mensch. Er wäre sicher bis zum Ende des Krieges geblieben und wäre sozusagen, hätte die Befreiung miterlebt. Aber leider kam dieser Bombenangriff, wo sie fast schutzlos waren, diese Häftlinge. Und so ist er und seine Kameraden sind im Laufe dieses Bombenangriffs ums Leben gekommen. Also wir haben diese Persönlichkeit ausgesucht. Das hat Herr Bock hat uns und Herr Stein von der Stiftung Buchenwald haben uns auf diesen Menschen vor ein paar Jahren aufmerksam gemacht, auf Raphael Elisée. Und wir haben einfach uns entschieden, ihn als stellvertretend für die Opfer. Und wir haben auch einen Baum, vor 2-3 Jahren einen Baum für ihn gepflanzt an dieser Stelle. Das ist also, ich erinnere noch, das ist die Stelle Andersenstraße, Ecke Kromsdorfer Straße. Also am Mittwoch, 9. Februar, am kommenden Mittwoch werden wir um 15 Uhr eine kleine Gedenkstunde, eine kleine Gedenkveranstaltung zu Ehren dieser Opfer, dieser zahlreichen Opfer. Ich glaube, es waren mehrere hundert Opfer. Ich kann die Zahlen nicht mehr so auswendig, aber mehrere hundert Opfer, vielleicht 400, 500 Opfer. Das würde Herr Stein von der Buchenwald Stiftung besser sagen als ich. Aber jedenfalls, das war ein ziemlich schlimmer Bombenangriff, also wo viele, viele ums Leben gekommen sind. Und Sie haben ja eben gerade schon die Veranstaltung erwähnt. Wie wird sie denn genau ablaufen? Es kommt, also wir treffen uns um 15 Uhr oder kurz vor 15 Uhr. Es werden den Impfstatus wird noch kontrolliert, weil das 2G eine 2G-Veranstaltung ist. Mhm. Dann werde ich begrüßen. Und dann wird auch Herr Oberbürgermeister Peter Kleine begrüßen. Dann noch Harry Stein von der Gedenkstätte Buchenwald. Dann noch Christine Schild vom Bürgerbündnis gegen Rechtsextremismus. Und dann auch noch von Dieter Hackmann, Vorstand des Vorsitzender des Weimarer Dreieck e.V. Mhm. Also wir werden alle eine kleine, also keine richtige Rede, aber eine kleine Ansprache halten. Und anschließend wollen wir eben zu diesem Baum gehen, der vor ein paar Jahren für Raphael Elisée als Vertreter aller Opfer dieses Bombenangriffs gepflanzt wurde. In der Kletterhalle, das ist so 200-300 Meter. Also die Veranstaltung findet da statt, an dem Gedenkstein. Es gibt einen Gedenkstein. Genau. Ja. Der also befindet sich an der Ecke Andersenstraße und Kromsdorfer Straße. Und da wird dann die Veranstaltung am Mittwoch um 15 Uhr beginnen. Und genau dazu lädt dann der Weimarer Dreieck e.V. ein und gemeinsam mit dem Bürgerbündnis gegen Rechts und der Gedenkstätte Buchenwald gemeinsam zum Gedenken ein. Vielen, vielen Dank, Herr Sanger. Danke auch. Tschüss. Tschüss.